herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe hier ganz viele lustige Sachen vor. In meinem Neujahrsvideo habe ich ja schon mal davon gesprochen, dass ich für meine liebste, beste Sonja ein Geburtstagsgeschenk mache. Im Endeffekt wird es nicht eins, sondern 1, 2, 3, 4. Und davon möchte ich euch jetzt mal erzählen. Ja, erstmal wird der erste Part einfach nur sein, hey, was nehme ich denn wofür? Vielleicht auch warum, mal gucken. So, also mein Plan ist, ich mache Bucheinbände. So, nun habe ich 4 Bücher, die ich ihr schenken möchte. Wir haben die lustige Tradition, oder nein, einfach auch die ja, Umweltidee, gebrauchte Bücher zu verschenken. Von daher kann man auch wirklich ein schönes Bundle an tollen Büchern zusammenstellen, ohne dass man sie im Kopf und Kragen bezahlt. Weil alleine so ein Buch ist natürlich neu ziemlich teuer. Es wird aber nicht schlechter und manchmal wesentlich interessanter, wenn man es gebraucht kauft, weil man manchmal auch so Zettel, Hinweise oder irgendwas findet von einem Leser davor. Auf jeden Fall möchte ich für die 4 Bücher, die ich ihr schenke, Einbände machen, die man für jedes andere Buch auch benutzen kann. In 4 verschiedenen Größen natürlich, dass man verschieden große Bücher nimmt. Das heißt, dieses habe ich an die Seite gelegt, auch wenn ich es ihr schenken möchte. Habe ein größeres Buch von mir genommen, damit es auch für ein Buch mit breiterem Einband funktioniert. Ja, und ich habe den Plan, dass das einfach so sich dann anpassen lässt. Also mehr einschlagen oder weniger einschlagen. Und dazu habe ich Chocolate and Coffee oder Coffee and Chocolate von Stamperia genommen. Und ich finde, der Name Stamperia klingt doof. Deswegen sage ich weiter Stamperia, auch wenn manche Leute sich die Fußnägel hochrollen. So. Auf jeden Fall habe ich mir für das große Buch diese beiden Seiten ausgesucht. Und natürlich auch schöne Rückseiten, die dann in dem Cover sind. Ich werde jetzt erstmal die Grundeinschläge oder Einbände machen für die Bücher. Die werde ich wahrscheinlich innen auch noch irgendwie dekorieren. Ihr kennt das ja, Junk Journal, ne? Da müssen irgendwie Täschchen rein, da müssen Kärtchen, Tags, hast du nicht gesehen, rein. Das kommt im zweiten Streich. Das heißt, mein erster Streich ist, großes Buch bekommt diese beiden an Einband. Schon mal zur Seite. Jetzt haben wir hier zweitgrößtes Buch. Bekommt diese beiden schönen Sachen. Und da habe ich vor, dieses Haus quasi in der Mitte zu falten, also dass das quasi der Buchrücken wird und dann rechts und links von den Karten welche dran zu setzen, die man dann ja mehr oder weniger ins Buch klappen kann. Das ist das Buch 2. Dann haben wir hier Buch 3, mal was ganz was anderes, ein Handbuch über ja, Hexen. Also ich finde es total interessant, es gibt Hexen oder Wicker auf dieser Welt und ich finde es einfach mega spannend und interessant und ich weiß auch, dass Sonja sich für Sachen interessiert, die es einfach auf der Welt gibt. Ob man jetzt selber Hexe sein möchte oder nicht, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Nachschlagewerk, was ich gefunden habe. Ich bin da wirklich drüber gestolpert. Und für dieses Nachschlagewerk möchte ich gerne diese Seiten kombinieren. Ich weiß noch nicht genau wie, ob ich das Ding hier in der Mitte nehme und dann das hier rechts links hinsetze. Keine Ahnung, aber das hat mich direkt angesprochen für diese Buchgröße. Das heißt natürlich, ich muss kürzen. Ne? Also ihr seht ja, ich muss mal eben kurz gucken, ob ihr den Ausschnitt auch seht. Ja, ihr seht ja hier, wenn ich das so machen möchte. Also ich werde es natürlich nicht auf Presspassung machen, sondern ich werde ein bisschen Luft lassen. Oben und unten so einen Zentimeter. Klar, wenn man das Buch hinstellt, rutscht es nach oben. Ist so. Na, aber dann werde ich auf jeden Fall mit diesen beiden Seiten und diesem Buch arbeiten. So, dann kommt ein Buch, wo gleich alle sagen, ja, happy. Edith Holden, vom Glück mit der Natur zu leben. Diese Bücher kennt man ja einfach vom Junk Journal basteln. Aber man muss sie nicht unbedingt immer zerschneiden oder zerreißen oder irgendwas. Man kann sie auch ganz einfach lesen und genießen. Und dieses Buch hat tatsächlich einfach so eine Größe, die ich gerne mit einem Umschlag auch verschenken möchte. So, und dazu habe ich diese Papiere ausgewählt. So, und da fiel mir dann direkt gleich in den Geist, in den Sinn. Ich habe ja oben Streifen über, teilweise unten, je nachdem, was ich jetzt mir hier als übrig ansehe. Daraus können richtig schöne Seitenecken werden, also Lesezeichen.
wenn ich zwei davon einfach zusammensetze. Und dann habe ich gleich noch zwei schöne Lesezeichen. Wahlweise noch mehr, weil ich diese Kästchen hier ja auch noch habe. Das wird nämlich nicht komplett drumherum passen, sondern ich muss ein bisschen anbauen, anfrickeln. Das muss ich mit allen tun. Das heißt, ich werde mir jetzt gleich ein bisschen Stoff suchen. Vielleicht grobe Jute, das passt natürlich sehr gut zu Kaffee. Andererseits ist das nicht so ein Handschmeichler. Aber ich werde mir gleich mal in die Untiefen meiner Stoffsammlung gucken, was ich da so finden kann. Vielleicht finde ich auch viele verschiedene Sachen. Ich bin mal gespannt. Ich werde gleich mal meinen Koffer aufmachen. Wenn ich sage meinen Koffer, es ist nicht nur einer, ich habe mehrere Kofferkisten, Schubladen mit verschiedenen Stoffstücken oder auch großen Stoffbahnen, die mir irgendwie zugelaufen sind, weil ich eigentlich noch nie so ein Nähmensch war. Aber Junk Journal bringt lustige Seiteneffekte, wie zum Beispiel, man hat plötzlich ganz viel Stoff. Ich habe auch eine Nähmaschine. Meine Nähmaschine und ich sind bedingt Freunde. Wir üben noch. Ihr werdet davon auch noch berichtet. Ihr werdet davon auch noch mitbekommen, wie ich mit meiner Nähmaschine zurecht oder zurande komme, weil ich die natürlich auch ja, fürs Junk Journal weiter benutzen werde. Ne? So, und jetzt seid erstmal gespannt, was ich hier draus mache. Ich fange jetzt erstmal an zu basteln, zuzuschneiden, mir Stoff für die Sachen auszusuchen. Dann hole ich euch mal wieder dazu. Ich würde es so ähnlich machen wie mit dem George, mit meinem Ideenjournal, ja, Video, was leider irgendwie hochkant geworden ist, warum auch immer, aber mein Gott, shit happens. Vielleicht mache ich nochmal einen George Flip-Through in quer. Muss ich mir mal überlegen. Auf jeden Fall auf meinen George bin ich sehr stolz. Das ist so eins meiner letzten Videos gewesen vor diesem. Und da habe ich ja so ein bisschen Timelapse gespielt. Ne? Da habe ich immer kurze Videosequenzen gemacht dazu, wenn es was Neues gab. Ich kann mir das hier auch gut vorstellen, dass ich hier kurze Sequenzen mache, wann immer ein Meilenstein erreicht ist bei dieser Bastelei. Im Endeffekt wird es ganz schön viel. Und wenn ich euch jetzt hier eine Videoreihe mache, dann wird es irgendwann gern langweilig, weil ich vier Einbände mache und dann vier Einbände dekoriere und lalala. Sondern vielleicht lieber so Timelapse und ich nehme euch mit. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich liebe schon mal dieses Papier. Ich habe es gerade schon wieder in den Einkaufswagen gepackt, weil ich mir denke so, wow, wenn ich das jetzt verbastel, ist es weg. Stell dir mal vor, es ist irgendwann ausverkauft und ich kriege dieses Papier nicht mehr. Das wäre ja, wär furchtbar, verursacht gerade körperliche Schmerzen der Gedanken daran. Weil ich einfach finde, Coffee and Chocolate, geiles Ding und genau zum richtigen Moment entdeckt. Und ja, ich werde in das Paket ein Tütchen Kaffee reinpacken, also Kaffeebohnen, dass es wirklich nach Kaffee riecht, das Paket. Ich werde natürlich auch eine tolle Schokolade mit reinpacken und ich werde aus dem Rest des Papiers natürlich auch noch ein kleines Kärtchen dazu machen, ein Geburtstagskärtchen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was Sonja zu ihrem Geschenk sagt. Gott, ich hoffe, ich kriege das alles noch rechtzeitig hin. Die Spannung steigt. Ich nehme euch mit und ihr seid jetzt einfach mal gespannt auf die nächste Sequenz. Für euch geht das so. Schnipp.